So, jetzt fangen wir an. Glaubensdiskussion aufgeworfen und ja. Jetzt fangen wir an. Genau. Hallo, heutiges Video ist ein Laber-Video. Ich hatte letztens das Problem, dass ein Model im Prinzip die Nutzungsrechte für ein Bild mir entzogen hat. Ich habe auch gute Gründe dafür und da habe ich mich beraten lassen vom André Stemmler. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen genau zu dem Thema mal ein Video. André, stell dich doch mal kurz vor. Hi, hallo, André Stemmler. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urhebermedienrecht. Ich habe eine kleine Kanzlei mit insgesamt zwei Anwälten hier in Jena. Und ja, ich beschäftige mich täglich damit, wenn Fotografen Probleme mit Bildern haben, beziehungsweise mit Models haben oder mit Leuten, die ihre Bilder klauen. Also das heutige Thema ist, Fotograf und Model arbeiten zusammen und irgendwann gibt es halt, ich sag mal, eine Meinungsverschiedenheit. Ich werde ein bisschen erzählen, wie ich das hinbekomme, dass ich ganz selten solche Meinungsverschiedenheiten habe und wie man sie dann trotzdem friedlich klärt. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann ist der André da und der tut den rechtlichen Part hier ein bisschen beleuchten. André, was würdest du sagen? Braucht man als Fotograf einen Vertrag, wenn man ein Model fotografiert? Das ist immer eine ganz gemeine Frage. Ja. Also du brauchst natürlich keinen Vertrag, es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Macht ein Vertrag Sinn? Auf jeden Fall. Also rechtlich ist es nicht notwendig. Rechtlich kannst du mit dem Model loslegen, wie du willst. Ihr geht raus, ihr schießt eure Fotos, das ist alles schön und gut. Das ist aber nicht die cleverste Strategie. Tatsächlich sollte man von Anfang an, auch wenn man ein Hobbyfotograf ist und das Ganze noch gar nicht so professionell macht, immer einen Vertrag machen. Warum? Ihr wisst einfach nicht, wo sich die ganze Sache hinentwickelt. Ihr wisst einfach nicht, ob ihr alles besprochen habt. Ihr wisst einfach nicht, ob das Model irgendwann seine Meinung ändert, ob ihr vielleicht mehr vorhabt mit den Fotos. Und wenn man da einen Vertrag hat, dann kann man im Zweifel auch schon mal Streitigkeiten vermeiden, weil man einfach sagen kann, ey, pass auf, das haben wir geregelt. Das war so abgemacht, das haben wir schwarz auf weiß. Jeder hat schwarz auf weiß, es gibt jeden Sicherheit und damit kann man einfach schon Streitereien entgehen. Das heißt nicht immer, dass jeder Streit ausgeschlossen ist, wenn ich einen Vertrag habe, aber ich kann damit zumindest schon mal vorbeugen. Also ich brauche keinen Vertrag, aber es macht auf jeden Fall immer Sinn. Ja, ich sage immer, einen Vertrag braucht man, wenn man nicht mehr sich verträgt. Ja? Ich mache es immer so, bei all meinen Shootings, dass ich vorher mit demjenigen mindestens telefoniere. Ob das jetzt Kunden sind oder ob das Models sind für ein TFP-Shooting, ich tue immer vorher mit denen kurzes Gespräch machen. Weil häufig ist es so, dass zum Beispiel, ich sage gerade mal, Models, die nicht so viel Erfahrung haben, die gehen davon aus, dass sie ganz, ganz, ganz viele Fotos bekommen. Gerade ich bei meiner Unterwasserfotografie, ich bin froh, wenn in einer Stunde zwei gute Fotos rauskommen. Ja? Mehr sind es in der Regel nicht. Das Zweite, was ich sagen muss, ist, den Aufnahmebereich, den bespreche ich immer vorher. Das heißt, wenn ich Fashion bespreche, dann shoote ich an dem Tag auch nur Fashion. Und wenn ich bespreche, wir machen Fashion, Meerjungfrau und meinetwegen Akt, dann gibt es die drei Bereiche. Was ich niemals mache, ist, dass ich Fashion bespreche im Pool, vielleicht noch ein zweites Model manchmal ist, die zum Beispiel mit mir Akt vereinbart hat und dann sagt das andere Model, oh, ich mache auch solche Fotos. Das mache ich niemals aus zwei Gründen. Erstens, man hat es vertraglich nicht geregelt. Ja? Das ist immer ein sensibler Bereich. Der zweite Grund ist, ich will nie diesen Geruch haben, dass ich Mädels aus den Klamotten quatsche. Ja? Habe ich bei Kollegen alles schon gesehen, das möchte ich nicht machen. Und gerade an den Aktfotos entzündet sich meistens ein Problem, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder zwei Jahre später. Und dann gibt es das Problem, dass die kommen und sagen, ich will das Foto aus dem Internet raus haben. Meine Frage ist, können die einfach so sagen, selbst wenn wir einen Vertrag gemacht haben, wo Akt drin steht, das Foto muss raus aus dem Internet? Das geht tatsächlich nicht so einfach. Also in dem Moment, wo ich einen Vertrag habe, ist es so, ich habe eine vertragliche Vereinbarung und da müssen dann schon triftige Gründe dafür sprechen, warum ich diese vertragliche Vereinbarung aus irgendwelchen Gründen nicht mehr haben möchte. Also warum ich den Vertrag quasi kündigen will oder aufkündigen will. Das ist nicht ganz unmöglich, aber es müssen dann schon wirklich
ja, triftige Gründe hinzukommen. Das heißt, wenn ich einfach jetzt sage, mir gefällt es nicht mehr, dass ich nackt bin, dass Nacktfotos von mir im Internet sind, auch wenn ich dafür einen Model-Release-Vertrag gemacht habe, das wird nicht ausreichend sein. Sondern die Rechtsprechung sagt hier, da müssen schon zum Beispiel schwere Veränderungen in der Persönlichkeit oder in den gesamten Lebensumständen dazu kommen. Da gibt es ein Beispiel, da sind wir auch gleich wieder bei der Nacktfotografie, da wollte eine berühmte, sagen wir mal, Darstellerin der Erwachsenenunterhaltung, die hatte dann irgendwann den Job aufgegeben, hatte sich einen anderen Job gesucht und hat auch ihren Künstlernamen abgelegt und wollte dann quasi verhindern, dass irgendwelche Filme, bei denen sie Sachen macht, die Erwachsene machen. Okay. Also wir gucken Erwachsene zu, ich denke, wir können über Pornofilme sprechen. Also die wollte halt irgendwann nicht mehr, dass ihre Pornos gezeigt werden. Und da hat das Gericht gesagt, also nur weil sie jetzt einen normalen Beruf in Anführungsstrichen machen und sich damit nicht mehr in Verbindung gebracht fühlen, das reicht eben nicht aus, dass man sagt, hier ist den Vertrag zu kündigen, sondern da hat das Gericht gesagt, hier muss schon eine größere Distanzierung hinzukommen, dass man sagt, okay, man findet jetzt dieses ganze Geschäft meinetwegen abstoßend und möchte damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das wäre eine Möglichkeit, aber jetzt einfach zu sagen, puh, nee, ich möchte jetzt nicht mehr, dass die Nacktfotos zu sehen sind, das geht so ohne weiteres nicht. Dafür Voraussetzung ist allerdings, dass man hier wirklich eine Abrede hat, die auch nachweisbar ist. Also das heißt, dass wirklich hier Abreden getroffen sind, wo das Model auch eingewilligt hat, dass diese Nacktfotos oder diese Aktfotos quasi im Internet zur Verfügung gestellt werden dürfen. Weil das ist natürlich ein sehr intimer Bereich, ja. Und während ich vielleicht noch bei einem Fotoshooting auf einer Hochzeit, wo ich einen Teilnehmer fotografiere und das dann fällt mir tatsächlich das Wort. Es geht gar nicht so sehr um das Fotografieren, das ich fotografiert habe, sondern es geht um die Verwertung der Bilder, wo ich sie alles benutze. Mhm. Und nur weil jemand vor einer Kamera posiert, kann der nicht davon ausgehen, dass die Bilder eben auch im Internet landen. Ne? Genau. Und das sollte ich auf alle Fälle vertraglich regeln. Genau, das ist ganz wichtig. Und das ist halt, je intimer die Geschichten werden, desto höher sind halt die Anforderungen an die Einwilligung. Weil natürlich, wenn ich zu dir komme und sage, Mensch, mach mal ein Foto von mir vor der weißen Wand und du sagst, kann ich das fürs Internet nutzen, dann sagt man vielleicht noch, okay, das ist noch irgendwie nachvollziehbar. Ja. In dem Moment, wo ich plötzlich nackt zu sehen bin, da sprechen dann schon gute Argumente, da brauche ich auf jeden Fall irgendwie einen Nachweis und das sollte ich in der Regel auch immer schriftlich machen. Aber wenn es den gibt, diesen Nachweis, und wenn da auch eine Aufklärung erfolgt ist, dass ich diese Fotos im Internet nutzen will für mein Portfolio und so weiter und so fort, dann hat es das Model in der Regel sehr schwer. Nehmen wir mal an, es kommt jemand, so wie das bei mir auch war. Ich habe in meinen Vertrag reingeschrieben, dass das Model, falls es die Nutzungsrechte aus welchem Grund auch immer mir irgendwann entziehen möchte, ja, aus triftigen Gründen, steht auch so drinne, dass ich dann aber das Shooting, was kostenlos war, sich in ein Pay-Shooting umwandelt. Und zwar zum aktuellen Preis, wie das jetzt gerade kostet. Weil bei mir ist es halt so, ich fahre halt in ein Schwimmbad, bezahle einen dreistelligen Betrag für den Pool. Ich habe eine Assistentin, die ist weiblich, die ist immer am Beckenrand und die hält das Licht, das ist die Lichtfee. Und Lichtfee. Ja, und es macht auch, es ist auch ein besseres Arbeiten so. Also wenn man mit Leuten, also ich habe eben auch Kosten. Die Arbeitszeit, da werden einige sagen, ja, okay, aber es ist Arbeitszeit, die eigentlich auch kostet. Und ich mache das so, die Leute, wenn die mir sagen, hier Christian, bei mir hat sich was verändert, mein Mann will das nicht oder mein Freund will die Bilder nicht mehr drin haben, dann gucke ich und wenn die jetzt, sag ich mal, das fünf Jahre zurück ist, das Shooting, habe ich die auch schon so rausgemacht und es gibt aber auch manchmal Fälle, da habe ich zum Beispiel Bilder, die bei Wettbewerben gewonnen haben, wo es für mich hochpeinlich ist, wenn ich eine Zeitung anschreiben muss, bitte die Bilder von eurer Webseite nehmen, weil das Model möchte die Nutzungsrechte. Das fällt auch auf mich zurück, sowas, ja. Und in so einem Fall ist es so, klar, dann wandelt sich das Shooting in ein Pay-Shooting an und die Kosten, die ich habe, den Aufwand, im Internet zu suchen, beziehungsweise die Zeitung anzuschreiben, diese Nachteile, dass sie eben mit abgegolten werden. Ich habe das noch nie voll ausgeschöpft. Ich hatte jetzt dieses Jahr den Fall einmal und da war ich auch kulant und habe ich glaube, die Hälfte von dem Shootingpreis einfach nur genommen.
mit der ich da zusammengearbeitet habe, würde ich auch jederzeit wieder zusammenarbeiten. Die ist total lieb und nett und wie sie es vorgetragen hat, warum sie das möchte, das war für mich absolut okay. Die Bilder haben wir jetzt entfernt. Wir haben da kein Trara rumgemacht. Aber ich wollte einfach mal Licht in diesen Bereich reinbringen. Was mache ich, wenn eben das Model sagt, Bilder müssen raus? Ich habe es bei mir im Vertrag stehen, dass es möglich ist. Aber da steht schon gleich drin, Aufwand plus die Kosten, die ich für das Shooting hatte, entsprechen dem, als hätte ich einen normalen Kunden fotografiert. Weil ich kann ja das, meinen Lohn, nicht mehr weiter nutzen. In dem Fall die Bilder. Das ist, glaube ich, tatsächlich die cleverste Lösung, dass man einfach so ein Passus aufnimmt, also eine Regelung aufnimmt, was passiert, wenn. Und ich dort auch sage, wenn, so wie du es eben machst, dass es dann eben die Lizenzgebühren oder die Shootinggebühren, dass die dann eben auch gefordert werden. Das halte ich für eine sehr vernünftige Lösung. Ja. Es sollte natürlich in angemessenem Raum sein, damit man hier nicht irgendwie in eine Sittenwidrigkeit reinrutscht, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht, aber du sagst, dann wird halt für ein Tagesshooting ein Preis von 50.000 Euro fällig. Da könnte man dann vielleicht sagen, okay, das schreckt so sehr ab, dass das schon wieder sittenwidrig sein könnte. Aber wenn man hier normale, vernünftige Preise nimmt, sehe ich da gar kein Problem. Generell muss man sagen, wenn man hier fotografiert und man macht gute Bilder, die Leute kennen sich alle untereinander, ja. Und wenn man sich, ich sag mal, total daneben benimmt, als Model wie auch als Fotograf oder zum Beispiel nicht zum Shooting kommt, dann gibt es natürlich Gespräche. Ne? Also wenn ich zum Beispiel da sitze am Pool früh um 6, da wo ich immer bin, bin um 4 aufgestanden, um dorthin zu fahren, habe das alles aufgebaut, habe die Assistentin da, Model kommt nicht, das behalte ich nicht für mich. Ne? Ist bis jetzt erst einmal vorgekommen, dass mir das passiert ist. Aber da mal die Frage an dich, das habe ich vertraglich gar nicht geregelt. Wenn ich einen Vertrag habe, wo drin steht, am so und so vielten ist dann und dann ein Shooting von da und da Uhr bis dort und dort, und die kommt einfach nicht, sagt auch nicht Bescheid. Man sieht sie vielleicht am nächsten Tag auch mit Bildern von einem anderen Fotografen. Ja. Ich kenne Freunde, denen ist das so gegangen. Da hat das Model gesagt, ja, ich bin krank. Gleichzeitig kam eine Instagram-Story, bin bei dem und dem tollen Fotografen, mache endlich mal mit dem Bilder. Ich kenne jemanden, dem ist das passiert. Der hat einen Vertrag gehabt, was kann der machen? Na gut, ich habe hier, genau dafür ist ja ein Vertrag. Ein Vertrag setzt gegenseitige Pflichten auf. Das heißt, ich habe auch, wenn die Hauptleistungspflicht nicht das Erscheinen ist, sondern Hauptleistungspflicht ist, einer macht Fotos, räumt Rechte ein, der andere steht zur Verfügung, da habe ich natürlich gegenseitige Schutzpflichten und Rücksichtnahmepflichten. Und wenn mir dadurch ein Schaden entsteht, und der Schaden ist in dem Fall vergebliche Aufwendung, ich habe vergebliche Aufwendung für zum Beispiel den Pool, der Geld kostet, ich muss dorthin fahren, ich habe vielleicht noch irgendwie die Lichtfee gebucht, mir gefällt dieser Begriff, die Lichtfee gebucht, die vielleicht Geld kostet, ich habe, keine Ahnung, Requisiten beschafft und so weiter, dann sind es vergebliche Aufwendungen, dann kann ich die natürlich im Raum von einem Schadensersatz durchaus geltend machen beim Model. Allerdings sollte dann halt auch, und jetzt kommen wir wieder im Vertrag, das sollte halt geregelt sein, dass ein bestimmter Fixtermin stattfinden muss, dass man sagt, ihr müsst am 10. Oktober 19 Uhr dort und dort sein, da wird das Shooting stattfinden, das ist ein fixer Termin, dafür werden Kosten entstehen. Ja. Also das würde ich idealerweise auch schon mit in den Vertrag reinnehmen. Da muss man nicht reinschreiben, dass da ein Schadensersatz fällig wird oder ähnliches. Aber das zumindest, Uhrzeit und genau, Datum müssen also der Termin muss geklärt sein und dann kann man sagen, hey, pass auf, das ist jetzt eine vertragliche Abrede und damit kann ich der Schadensersatz geltend machen. Gut, grundsätzlich sage ich immer, wenn man ein Problem hat mit einem anderen Menschen, mein großer Tipp ist immer, Telefon nehmen oder vorbeifahren, das ist aber nicht immer möglich, aber auf alle Fälle Telefon direkt mit den Leuten reden. Ich bin ja Informatiker eigentlich, habe Informationsmanagement dann im Hauptstudium vertieft. Und man weiß, dass wenn Emotionen fehlen, wenn die Leute sich also nicht hören, man hört ja auch schon, wie derjenige drauf ist, wenn das fehlt, eskaliert es in der Regel. Ich persönlich glaube ja sowieso, der Dritte Weltkrieg wird irgendwann mal durch einen E-Mail-Verteiler, wo zu viele Leute drin waren und die versuchen, ein Problem zu lösen, ausgelöst. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich kann es nicht klären. Ich sage zu der, hey, das geht so nicht, du bist nicht zum Shooting gekommen, ich hatte dir den Nachteil, oder du willst die Bilder alle raushaben, da sitze ich 3 Tage lang, um die im Internet alle zu finden. Ich kann ja nicht mal garantieren, dass alle raus sind. Ja.
Und es gibt richtig Knatsch oder man will das Bild nicht rausnehmen, ja, weil es eben gerade bei einer Preisverleihung gewonnen hat oder eingereicht worden ist. Ja. Man will das Bild nicht rausnehmen, dann braucht man einen Rechtsanwalt. Wie geht denn das dann weiter bei dir, André? Ich komme hierher durch die Tür und sagst Hallo. Kaffee. Kriegst einen Kaffee. Also da muss man erstmal unterscheiden, wenn das Model jetzt von dir aktiv will, dass du irgendein Bild rausnimmst, dann ist sie eigentlich in der Bringpflicht. Das heißt, du kannst dich hier erstmal ganz entspannt zurücklehnen und kannst dann warten, dass sie reagiert, weil du kannst natürlich auch, also theoretisch könntest du jetzt vor Gericht ziehen und könntest negativ feststellen lassen, dass sie kein Recht hat, das Bild rauszunehmen, aber das wäre sehr aufwendig. Also eigentlich muss sie dann kommen, muss sie aktiv werden und muss dich versuchen, in Anspruch zu nehmen. Aber sie wird es dann in der Regel über einen Rechtsanwalt machen. Ja. Das heißt, dich schicke ich dann wieder weg, warte, dass das Model kommt. Ja. Und dann sagen wir, jetzt mahnen wir mal den Christian ab. Und dann, der Klassiker ist die Abmahnung, dass man sagt, hier ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, liegt hier vor wegen ungerechtfertigter Bildveröffentlichung, Unterlassungsanspruch, Auskunftsanspruch und so weiter. Und dann muss man halt entscheiden, entweder ich reagiere dann und unterzeichne eine Unterlassungserklärung, da spricht einiges dafür, da spricht manchmal was dagegen, das kommt, muss man dann immer im Einzelfall entscheiden. Wenn das halt nicht ausreicht, folgt dann in der Regel die Eskalationsstufe 2 und das ist dann normalerweise das gerichtliche Verfahren, im schlimmsten Fall sogar ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Das heißt, ich kann, oder das Model kann dann im Unterschied, kann dann relativ schnell, sogar binnen weniger Tage, vielleicht einen vollstreckbaren Titel erwerben, ohne dass ich das mitbekomme. Das heißt, das Verfahren kann auch stattfinden, ohne dass ich das sehe. Deswegen heißt es einstweilig, weil es natürlich auch wieder aufgehoben werden kann. Aber bei besonders krassen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, also nehmen wir mal an. Ich habe ein Beispiel. Ich habe jetzt zweimal mit Mädels geshootet, die waren bei einem anderen Fotografen, den ich namentlich auch kenne, und die haben mir beide berichtet, dass der so im Vorbeigehen beim Aktshooting so Genitalien, große Aufnahme, so Klick, ja. Mhm. Und die sagen halt, ich kann da ja eh nichts machen, weil ich kann das ja nicht nachweisen, dass er das Foto hat. Ich glaube, dass man da durchaus was tun könnte, wenn man sich sicher ist, der hat das schon gemacht, ne? Also, da verlassen wir sogar den verlassen wir nicht, aber da schneiden wir, bei solchen Sachen schneiden wir natürlich gleichzeitig noch das Strafrecht an. Also da sind wir sogar nicht nur im Zivilrecht mit Unterlassung, sondern hier sind wir sogar im Strafrecht. Nagelt mich jetzt nicht fest, welcher Paragraph das ist, aber es gibt eben diesen Eingriff in die Intimsphäre und wenn man dann sagt, hey, pass auf, wir haben zwar jetzt irgendwie vielleicht für einen Akt, wobei das bei Akt schon wieder schwierig ist, aber auch da kann man natürlich abstimmen, was gefilmt werden soll und wenn dann jetzt jemand unerlaubterweise aus der Intimsphäre Fotos macht, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine strafbare Handlung. Dagegen kann ich natürlich was machen. Ich kann Strafanzeige erstatten und ich kann natürlich auch hier bereits vielleicht sogar bei den Aufnahmen was machen. Weil normalerweise reden wir ja über Bildveröffentlichung und allein die Aufnahme ist noch unproblematisch. Hier in dem Fall, wenn gerade bei Intimbereichen, bei der Intimsphäre, wenn die berührt ist, kann ich sogar die Aufnahme verbieten. Wo die Models natürlich nicht ganz Unrecht haben, ich habe hier unter Umständen zwei Zeugen. Wenn du sagst, es waren zwei Models, dann habe ich noch eine zweite Person. Nee, die waren unabhängig voneinander, haben die mit demselben Fotografen zusammengearbeitet. Gut, aber wenn die es natürlich auch unabhängig berichten, kann es natürlich auch ein starkes Indiz sein. Das Problem ist in dem Moment, also wenn dann die Strafbehörden tätig werden, die werden dann natürlich auch erstmal anklopfen, werden sagen, was soll das? Und die müssen dann natürlich schauen, wo finden sie denn die Fotos? Und das kann, also die praktische Nachweisbarkeit kann tatsächlich ein Problem werden. Ich meine, meistens sind die Fotografen ein bisschen älter, ja, die Mädels sind wesentlich jünger. Man ist auch nicht immer so tough. Ich glaube trotzdem, der Ratschlag, dass man in so einem Moment sagt, hey, Moment mal, kann es sein, dass du gerade auf den Knopf gedrückt hast? Gib mir mal die Kamera, ich will mal gucken. Und wenn der dann, ich sag jetzt mal, sagt, nee, ich habe überhaupt nichts gemacht, dann fängt er an rumzufummeln oder gibt die Kamera, lässt mich nicht drauf gucken. Ich kann ja nur den Tipp geben, Klamotten einpacken und sofort gehen. Ja? Und zwar ins Auto steigen und einfach zur nächsten Dienststelle fahren von der Polizei und einfach sagen, ich bin jetzt direkt von dem Shooting hierher gekommen, das und das ist vorgefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn es strafrechtlich verwandt wird, einfach besser ist, als wenn man zwei Monate später erst kommt. Ne? Ja, also das auf jeden Fall. Und gerade hier aktiv zu sagen, hey, was soll das?
Das kennen wir ja alle, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann habe ich auch kein Problem, meine Kamera vorzuzeigen, insbesondere wenn ich Fotograf bei einem Shooting bin und dieses Mädchen eigentlich auch offiziell fotografieren sollte. Aber ja klar, wenn er natürlich anfängt und dann rumzickt, dann spricht schon einiges dafür, dass da was im Argen ist. Insofern, ja, hast du recht, Strafanzeige, Klamotten packen, zur Polizei, direkt loslegen. Der Fotograf wird natürlich die Fotos in dem Moment auch schon wieder löschen. Und ob die Polizei dann wirklich direkt hinfährt, die SD-Karte beschlagnahmt und Ja, eine Rekonstruktion versucht. ist wahrscheinlich, wäre ein bisschen übertrieben, zumal die Leute, ich sag mal, ganz gut ausgelastet sind von der Dienststelle. Das befürchte ich leider auch. Also insbesondere, wenn ich sage, ich war dort zum Akt-Shooting, war sowieso nackt und der hat dann, kann ich mir vorstellen, dass die Polizei sagt, Aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder dann veröffentlicht werden, dann gesunken sind, weil er wird es wahrscheinlich gelöscht haben. Ne? das denke ich auch. Also Insbesondere, wenn ich davon dann fahre und kündige an, gleich kriegst du Hausbesuch hier. Ob das dann passiert, ist ja nochmal was anderes. Vergessene Verlinkung, Nennung. Also ich habe mit deren Vertrag und eigentlich ist alles in Butter. Und auf dem einen Profil hat sie auch mich verlinkt, aber an anderer Stelle postet sie die Bilder auch noch und dann finde ich die Bilder oder gibt es an die Zeitung, habe ich auch schon gehabt und fehlt alles. Habe ich dann Anspruch auf einen Schadenersatz? Kurze Antwort, ja. Also ihr habt eine Abrede, ihr habt einen Vertrag, der ein bestimmtes Lizenzmodell vorsieht. Sie darf die Fotos nutzen, wenn sie verlinkt. Und das sind die Absprachen. Und wenn sie sich an die Verlinkung nicht hält, dann liegt eben keine erlaubte Nutzung vor und dann liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Und in dem Moment kannst du dann quasi Schadensersatz fordern. Da bietet sich zum Beispiel die Lizenzanalogie an. Das heißt, du nimmst das, was du normalerweise für so ein Shooting und für die entsprechende Rechteeinräumung genommen hättest. Und wenn das halt 1000 Euro sind, kannst du 1000 Euro fordern. Wenn es 10 Euro sind, kannst du halt 10 Euro fordern. Das ist interessant, weil ich habe immer gedacht, ich kann dann nur fordern, dass sie mich verlinkt. Und dann habe ich mir gesagt, das ist jetzt 3 Tage später bei Instagram, das macht keinen Sinn mehr, ja, da noch irgendwas zu klagen, weil selbst wenn die da jetzt deinen Namen draufschreibt, der Drops ist gelutscht, der Zug ist abgefahren. Ne? Nee, du kannst ja wirklich Unterlassung, Schadensersatz und Mhm. die ganze Härte des Urheberrechts ausfahren. Okay, dann haben wir ein paar Fragen, die haben wir über Instagram gesammelt. Tragografie fragt, wie kritisch sind Properties? Also Deko, Designerkleider, Haus, Tiere, ne? Zum Beispiel den Wolfshund, mit dem ich immer fotografiere. Welche Rechte hat der Eigentümer von dem Wolf? Von dem Wolf. Also, das ist tatsächlich noch nicht ganz. Das ist noch nicht ganz abschließend entschieden. Schwierig wird es beim Haus. Da gibt es durchaus Rechtsprechung. Also gerade wenn ich im Haus fotografiere oder wenn ich auf einem Grundstück fotografiere, da kann der Eigentümer durchaus sagen, das ist eine Beeinträchtigung des Eigentums, damit kann und kann das unterbinden. Die Möglichkeit gibt es schon. Bei Gegenständen sieht es unter Umständen wieder anders aus. Wobei, ach, hier kommt es vielleicht darauf an, wo ich die fotografiert habe. Wenn die wieder auf dem Grundstück fotografiert sind, kann es wieder anders aussehen. Aber da gab es aktuell eine Entscheidung, ich glaube Landgericht München war es, da ging es um ein Foto von einem Auto, was ja quasi ein Gegenstand ist, und das hat gesagt, nein, hier bestehen keine entsprechenden Schutzrechte. Der Tragografie fragt hier Designerkleider, das ist so ein Punkt, da muss man gucken, wenn ein Gegenstand, den ich fotografiere, tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist, zum Beispiel ein Designerkleid oder die berühmte Wagenfeldleuchte, das ist immer so der Klassiker, oder berühmte Designerstühle, dann kann das auch schon wieder anders aussehen, das kann durchaus kritisch sein. Aber das muss ich immer im Einzelfall entscheiden. Da gibt's keine klare Linie. Sollte man einfach gucken, wenn der Gegenstand urheberrechtlich an sich schon urheberrechtlich geschützt ist, eher vorsichtig. Bei normalen Alltagsgegenständen, denke ich, kann man das eher gelassen sehen. Ja, dann fragt die Anna.wzk- auf Instagram. Die fragt, habe ich als Model das Recht drauf, die Originalfotos zu erhalten? Also mit Originalfotos gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Anna meint Ja, verstehst du, genau. Raw-Fotos. Nee, also wenn das nicht explizit vereinbart ist, man kann es natürlich vertraglich vereinbaren, aber grundsätzlich habe ich da keinen Anspruch drauf. Ich habe ein Nutzungsrecht an den Fotos, aber das sagt eben in der Regel nicht aus, wie die Fotos zu übergeben sind. Und insofern kann ich dann auch nicht auf die Raw-Fotos bestehen. Mein Tipp an der Stelle ist, wenn ihr jetzt ein neuer Fotograf seid mit noch nicht so viel Erfahrung,
setzt euch mit dem Model zusammen, speziell wenn es ein erfahrenes Model ist, was schon viele Shootings hatte. Und wenn ihr räumlich getrennt seid, dann nehmt halt Skype oder Zoom oder irgendwas, guckt euch die Bilder an oder schmeißt die Dinger per JPEG irgendwo hin, wo sie keiner sonst sehen kann. Und lasst euch mal von einem erfahrenen Model sagen, das ist gut vom Bildausschnitt, da stimmt das Licht, das gefällt mir und das ist anders. Ich habe das früher auch so gemacht, dass die Models ausgesucht haben, welche Fotos ich bearbeite. Und dadurch, glaube ich, war meine Lernkurve doch recht hoch. Ja? Heute ist es nicht mehr so. Der Dan Hetcho, ein Freund von mir, den habe ich mal erlebt, da hat das Model gefragt, ja, kann ich mir nachher die Fotos bei dir aussuchen? Und dem ist da, ich sag mal, das Brötchen aus dem Gesicht gefallen. Ich sag mal, gefeierter internationaler Fotograf. Und er hat ganz freundlich dann gesagt, du hör mal, das ist wirklich das Job vom Fotografen, ja? Und wenn ich das ein Foto aussuche und das bearbeite, ich sehe ja viel mehr das Potenzial da drin. Und wenn du das Foto kriegst, glaub mir, du wirst zufrieden sein. Und so war es dann auch. Hans Olaf fragt, was muss alles in einen TFP-Vertrag? Ja, Name der Parteien, Ort des Treffens, Zeit des Treffens, wie die Fotos übergeben werden, welche Rechte ganz wichtig dem Model eingeräumt werden und auch welche Rechte der Fotograf hat. Aufnahmebereich, würde ich sagen. Aufnahmebereich. Macht Sinn. Vielleicht die zeitliche Nutzung, wenn man das regeln möchte. Ist die begrenzt oder unbegrenzt? Die räumliche Nutzung. Kommerziell oder nicht kommerziell? Darf ich es nur für mich als Eigenwerbung nutzen? Darf ich die Fotos verkaufen? Auch das muss geregelt sein. Und ich denke, damit hat man eigentlich das Wichtigste. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, es gibt jetzt viele Models, die haben auf verschiedenen Bezahlplattformen ihr eigenes Profil, wo Männer sich dann einloggen können, eine monatliche Gebühr bezahlen oder wie auch immer das Lizenzmodell ist. Und die stellen da alle meine Fotos drauf. Oder umgedreht, ich nehme die Fotos, drucke damit einen geilen Kalender, verkaufe den 10.000 Mal, verdiene Millionen. Was kann uns beiden blühen, wenn wir das tun? Das ist jetzt der Klassiker, warum die einzelnen Nutzungsrechte im TFP tatsächlich wirklich sehr detailliert geregelt sein sollten, weil wenn du mit dem Model vereinbarst, du darfst die Fotos für deinen eigenen Instagram-Kanal nutzen und darfst die nicht kommerziell, also im Sinne von nicht verkaufen, wenn es ein berühmtes Model ist, ist es wahrscheinlich allein schon deswegen kommerziell, aber sie darf sie eben nicht verkaufen, darf damit kein Geld verdienen, dann ist es ein Verstoß gegen die Lizenz. Und umgekehrt ist es natürlich auch, wenn du sagst, du willst die Fotos für deinen Instagram-Kanal nutzen und vielleicht ein YouTube-Video drüber machen, aber ansonsten keine Nutzung, dann darfst du die natürlich auch nicht als Kalender nutzen. Mhm. Und dann, das hatten wir vorhin gesagt, Lizenzschaden, wenn ich gegen die eigentliche Lizenz verstoße, kann ich analogen Schaden machen. Das wäre jetzt hier so ein zweites Modell, wo ich quasi sagen kann, ich schöpfe den Gewinn, der mit dieser Urheberrechtsverletzung geschehen ist, bei der Gegenseite ab. Und wenn das Model jetzt 1.000 Euro verdient hat, dann kann ich das als quasi vielleicht Gewinn abschöpfen und umgekehrt natürlich das Model auch bei dir, wenn du die Fotos abredewidrig nutzt. Also das ist durchaus ein Ball, den kann man sich hin und her spielen, der kann auch wieder zurückkommen. So, und damit sind wir durch. Wie gesagt, klärt eure Sachen alle am besten vorher in einem persönlichen Gespräch. Ich mache das auch immer so. Ich telefoniere mit den Leuten immer, da mache ich immer noch häufig noch eine Skype-Konfi. Ist übrigens auch eine tolle Möglichkeit, um rauszukriegen, ob derjenige zuverlässig ist oder ob man dann früh um 4 alleine um 6 alleine im Bad steht. Ja. Ich fange dir an. Mhm. Okay. Ich bin ja dann im Schwimmbad, wenn kein anderer da ist. Ne? Macht Sinn. Macht Sinn. Aber macht es nicht schön. Nein. Also redet auch drüber, wie viel Bilder es geben wird. Ja? Also ich sage den Leuten ganz klar, liegt an dir. Wenn du gut bist, dann sind es in der Regel zwischen 3 und 5 Fotos. Wenn du sehr gut bist, 7. Und wenn das nicht so gut hinhaut, kann es auch 0 Fotos geben. Das wissen die vorher. Und ich spreche eben auch genau drüber, wie, was wir wann machen. Also die weiß genau vorher, was für Foto kommt, was wir vorhaben. Und dann, bis jetzt, habe ich nie Knatsch gehabt. Ja, und so soll es auch bleiben. Es wäre doch eine coole Idee, wenn du so einen Vertrag vielleicht zeitlich begrenzt hier hinstellst. Wisst ihr, was wir machen? Der André, jetzt nötige ich dich,
macht einen TFP-Vertrag. Ich stehe auf diesen Trick. Ja. Verdammt, jetzt habe ich mich angreifbar gemacht. Wir machen einen Link, zeitlich begrenzt, 2 oder 3 Wochen. Ja, und auf deinem Instagram-Account, ich tue ihn dann oben rein, gibt es einen Link und da kann man sich einen TFP-Vertrag runterziehen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, denn ich weiß noch nicht, ob dieses Format wirklich sich trägt. Ja, ist zum ersten Mal so ein langes Labervideo jetzt geworden. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen da lassen. Wenn sich das nicht rechnet, dann verspreche ich euch, mache ich das nie wieder. Ja, und das ist das eine. Das zweite ist, besucht den André auf seinem Kanal. Der hat einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Ne? Immer auch mit solchen Themen um die Kreativwirtschaft. Nicht alles, sondern nur das. Und wenn ihr ein Problem habt, ist jetzt mal Schleichwerbung. Ich war jetzt 2-mal bei ihm mit einem Problem und in beiden Fällen war es sehr zufriedenstellend, wie das alles ausgegangen ist. Ja. Ich darf dazu nichts sagen. Du darfst dazu nichts sagen. Alles klar. Ja, da sind wir durch und danke. Ja, ich bedanke mich. Gut. Spaß gemacht. Ja. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.